Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma PowerClean die portable Powerstation mit 300 Wattstunden. Da kann man sich zu Recht fragen, ist es eine zu klein geratene Powerstation oder ist es eine zu groß geratene Powerbank? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bietet sie wie eine gute Powerbank genügend Ausgänge. Sie hat zwei USB-A Schnellladeanschlüsse, dann zwei USB-C Anschlüsse, einer davon mit 30 Watt, der andere mit 60 Watt. Der eine ist ein PD-Anschluss, der sogar eine Eingabemöglichkeit ermöglicht. Das heißt also, wir können darüber auch die Powerbank aufladen. Apropos aufladen, ein LiFePO4 Akku ist hier enthalten, also Lithium-Ferrophosphat mit einer höheren Ladezyklendauer. Das heißt also, wir können öfter den Akku aufladen. Dann haben wir noch eine Schokosteckdose mit 300 Watt, also eine ganz normale 230 Volt, 50 Hertz Anschlussdose für konventionelle Geräte. Dann haben wir hier noch zwei DC5521 Ausgabemöglichkeiten. Die können wir einschalten. Machen wir auch mal ganz kurz über den Power-Taster. Wir hören hier direkt, es wird mit einem Tastenton quittiert. Das ist natürlich ein bisschen nervig mitunter. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf dem Campingplatz ist und die ganze Zeit bei jedem Tastendruck macht es Piep, das ist nervig. Aber man kann es mit einem kleinen Trick ausschalten, indem man einfach 3 Sekunden auf den AC-Taster drückt und schon piept nichts mehr. Ja, dann haben wir eben die zwei DC5521 Ausgänge, einen Kfz-Ausgang 12 Volt und dann haben wir noch eine Eingabemöglichkeit, ebenfalls 5521 und daran angeschlossen wird das mitgelieferte Steckernetzteil. So sieht das aus. Da ist kein Adapter oder sowas, sondern es ist ein fertiges Netzteil. Man braucht also nichts mehr zusammenbauen. Und hier ist auch ein DC5521 Anschluss und noch eine LED für den Ladezustand. Dann ebenfalls enthalten ist ein Solarladekabel 5521 auf 2x MC4 Plus und Minus. Das heißt also, hier dran kann man einfach ein Solarpanel mit bis zu 100 Watt anschließen und das Gerät dann mit bis zu 60 Watt aufladen. Dann haben wir noch mit dabei, apropos Wohnwagen, ein Kfz-Ladekabel. Das heißt, man kann das in Zigarettenanzünder einstecken und dann darüber aufladen. Jo, mit dabei, apropos Lieferumfang, eine englische und eine deutschsprachige Anleitung. Gut ist, die ist wirklich gut gemacht. Also es ist kaum ein Fehler drin. Und das ist eigentlich eher selten. Das heißt also, man hat wirklich eine ganz gute Anleitung auch mit dazu in gedruckter Form und das ist praktisch. Ja, also enthalten ist ein LiFePO4 Akku. Das Gerät wiegt ungefähr 3,5 Kilogramm und ist eigentlich relativ handlich. Hier hat es noch ein Display. Man kann ablesen, wie viel Ausgabe man momentan hat in Watt. Dann hat man in Stunden noch eine Anzeige bei der und der Wattzahl. Wie lange würde das ungefähr halten? Hier stehen jetzt gerade 99 Stunden, weil wir keine Leistung abnehmen, also keine Leistung beziehen. Und dann haben wir noch eine Anzeige über die momentanen Kapazität, die da enthalten ist. Das heißt, man kann hier ablesen, ob man noch genügend Platz hat, Reserven hat, um damit noch den Tag zu bestreiten. Jo, 100% haben wir jetzt aufgeladen und auf der Rückseite sehen wir noch eine LED, die wir einschalten können. Verschiedene Modi werden da angeboten als Signallampe. Und das Ganze kommt in so einem Retro-Style daher. Sieht ganz schick aus. Jo. Und wie das Ganze abschneidet, das zeigen wir dann im Test auf funkyhome.de. Und wünschen schon jetzt mal viel Spaß dabei. Und wir freuen uns natürlich über ein Abo oder ein Like, damit man auch weiterhin über neue Videos von uns informiert wird. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schalten wir voll aus. Ohne Piepton.